Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, zweiter Teil, Konjunktion zwischen Sonne und Merkur. Naja, viele werden sich denken, Sonne, Merkur, kein sonderlicher Aspekt. Ich meine, der Merkur geht ja nie weiter als ein Zeichen von der Sonne weg. Also zum Beispiel in dem Fall bei der Sonne im Schützen kann er maximal in den Skorpion oder in den Steinbock auswandern. Weiter geht es ja nicht, weil er gehört eben zu den inneren Planeten. Das hängt mit der Erdumlaufbahn zusammen. Wenn das jetzt die Erdumlaufbahn ist, dann sind eben von uns aus gesehen Merkur und Venus die beiden inneren Planeten und die können nicht allzu weit sich von der Sonne entfernen. Ich glaube, die Venus, hier und da geht sie sogar zwei Zeichen von der Sonne weg, aber das war es dann auch schon. Anders beim Mars, der Mars, weil er eben außerhalb, also hinter der, wie man betrachten möchte, außerhalb der Erdumlaufbahn ist, der Mars kann natürlich dann alle 12 Sternzeichen durchlaufen, unabhängig von der Sonne. Gut, wir haben hier ein Merkuroskop. Wir haben hier 1, 2, 3, 4 Planeten im dritten Haus, steht für Merkur. Wir haben den Herrscher von 1, Pluto, im dritten Haus. Ja, der Mars ist im ersten Haus, aber egal. Und wir haben den Mond auch in einem Merkurzeichen in der Jungfrau. Und ganz spannend, der Hauptaspekt Sonne, Merkur. Ja, da ist das achte Haus betroffen, getroffen, punktgenau, also der Hammer saust nieder. Unsere Stadtsipaten-Freunde haben hier Spitze, zehntes Haus, 29, 58, also tiefe Vakuum gerade. Eine großartige Auflösungskonstellation und ich würde sagen, hier können wir jetzt schon mal den Sekt einkühlen, aber wir sehen auch in Opposition dazu, Spitze viertes Haus ist halt auf 29, 48 im Wassermann. Also das heißt, die Bevölkerung ist hier genauso mit betroffen, aber auf eine andere Art und Weise. Schauen wir uns einmal Merkur-Sonne-Themen grundsätzlich einmal an. Merkur-Sonne. Kleiner Aspekt. Große Auswirkung. Wenn ich in einem normalen Horoskop zum Beispiel, nehmen wir den Krebs. Sonne im Krebs hat drei Möglichkeiten für den Merkur im Krebs selbst, in den Zwillingen oder im Löwen. Was könnte das zum Beispiel bedeuten, wenn jemand Sonne, Merkur im Krebs hat, in sich stimmig, Kommunikation und sozusagen Ansprüche ans Leben, passt, also was man sich erhofft. Wenn jemand zum Beispiel Sonne im Krebs, aber Merkur in den Zwillingen hat, ganz andere Aussage, da redet man heiter und locker und leichtfüßig und widersprüchlich und schwer zu durchschauen und so weiter, sehnt sich aber nach emotionaler Geborgenheit, nach Zuwendung, nach Liebe, nach Häuslichkeit, aber nach außen hin spiegelt man etwas vollkommen Falsches. Ja? Und da haben wir schon ein Problem. Warum? Es lernen sich zum Beispiel zwei Menschen kennen auf einer Party, bla bla bla, und hier zeigt man halt die lockere, die heitere, die, unterhaltsame Seite, und dann, wenn man dann sozusagen einander näher kennenlernt, dann ist auf einmal der Krebs da, ja, und das sorgt dann zum Beispiel beim Partnerin oder beim Partner für völlige Verwirrung. Dann auf einmal haben wir Konservativität, Sparsamkeit, Häuslichkeit und so weiter, ganz andere Tugenden, als es der Merkur ausstrahlt. Umgekehrt, wenn der Merkur zum Beispiel im Löwen ist, bei einem Krebsgeborenen, dann bedeutet natürlich der Merkur im Löwen das große Banner, was man immer vor sich herträgt. Lobt mich, ehrt mich, achtet mich, schätzt mich, ich bin der Größte, ich bin der Tollste, ich bin der Fantastischste. Und hier haben wir natürlich dann den Effekt, dass wenn der Merkur halt mit der Krebssonne gepaart ist, dass dann die Leute sozusagen lieber Abstand nehmen. Aber genau das ist ja das, wovor sich der Krebs fürchtet. Der Krebs will ja Liebe und Anerkennung und Zuwendung. Also das heißt, hier sind Handeln und Wollen nicht synchron. Hier ist es aber absolut synchron. Hier haben wir Sonne, Merkur und ich glaube, sind sie sogar auf, das geht sich sogar noch auf Zwillingegraden aus. Zwillingegrade von 5 Grad bis 7 Grad 30. Also das heißt auch noch,
nächste Aspekt findet auch noch auf Zwillinge gerade statt. Also das heißt, hier haben wir jetzt ein Feuerwerk an Informationen, an Kommunikation, an, naja, auch Wahrheit, natürlich. Na, gar keine Frage. Wir haben Spitze, drittes Haus im Steinbock und hier geht es um Wahrheit. Denn der Steinbock, ja, der lässt sich kein X für ein U vormachen. Der Steinbock möchte die Wahrheit wissen und wir haben auch an der Spitze des dritten Hauses die Venus als Herrscherin, naja, des siebten Hauses, aber halt leider auch als Herrscherin des zwölften und des elften Hauses. Aber ich würde sagen, gut, damit müssen wir leben, sehen wir es einmal positiv. Das heißt, wir haben hier unheimlich viel, was sich sozusagen an der Wahrheitsfront tut. Natürlich, natürlich, mundan gesehen, haben wir es hier auch mit Wirtschaft, Industrie, Handel, Gewerbe, auch zu tun. Ja, natürlich, natürlich, wenn der Herrscher von 1 in 3 der Pluto steht, wenn wir Aszendent Skorpion haben, naja, dann kann die Botschaft in Richtung Industrie und Wirtschaft keine gute sein. Logisch. Bei der Wahrheit geht es um Tiefgang. Sozusagen hier möchte man wirklich aus der Tiefe das Unterste hervorholen. Aber bei der Wirtschaft, naja, haben wir dann keine so angenehme Aussage, weil wir eben auf verschiedenen Gleisen hier oder mehrschichtig die Astrologie strukturiert haben. Geschafft. Weiter zum dritten Teil. Ende.